Willkommen zu einem weiteren TechView Podcast und ich nehme das gerade auf mit der Frontkamera des Suave P30 und da werdet ihr auch schon erahnen können, worum es hierbei gehen wird. Ja, es geht wieder um die Kamera des Suave P30 und diesmal geht es um Teil 2 meines Kamera-Reviews des Suave P30. Im ersten Teil, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich das unbedingt anschauen, unbedingt anklicken. Dort habe ich Köln so ein bisschen besucht und ja, meine grundsätzlichen Meinungen zur Kamera gesagt und auch mal die hintere Kamera im Vlogging-Test gehabt. Und jetzt eben die Frontkamera im Vlogging-Test und ganz besonders Teil 2. Da begebe ich mich ins Heimatland von Huawei, nämlich in China. Und ihr habt alle gemerkt, so ein bisschen Huawei, da ist jetzt gerade irgendwie was mit Android und Lizenzen und riesengroßes Tamtam. Nun ja, für den einen oder anderen vielleicht interessant, wie die Bilder dort geworden sind. Dort habe ich vor allen Dingen Lowlight-Bilder geschossen und auch mal mit dem Zoom rumgespielt und auch Zeitraffer gemacht und auch Slow-Motion gemacht und. Also eine sehr spannende Geschichte. Bleibt also dran. Jetzt kommt mein Review Teil 2 des Huawei P30 Kamera-Reviews. Ja. Begeben wir uns also auf eine Reise nach China und schauen uns die Bilder an, die ich mit dem P30 in China geschossen habe. Konkreter gesagt war ich in der Großmetropole Chongqing. Und diese Großmetropole hat eine Besonderheit, nämlich diese Bahn, die oberirdisch fährt, über den Dächern. Naja, nicht über den Dächern ganz, sondern über den Straßen im Grunde genommen. Eine, ja, Straßenbahn im Grunde. Aber sie hat noch eine andere Besonderheit. Sie fährt sogar durch Wolkenkratzer hindurch. Und hier sieht man die Bahn, wie sie hier gerade in dieser Kurve hineinfährt. Ich habe es wahrscheinlich zu früh aufgenommen, aber wir können einige Details der Bahn doch durchaus erkennen und auch im Hintergrund die Schrift des Gebäudes wunderbar erkennen. Das ist jetzt aufgenommen mit der Standardlinse und ihr seht auch 10 Megapixel, das heißt, das ist wieder die Standardauflösung im 4:3 Format. Der Sensor schafft 40 Megapixel, aber er setzt 40 Megapixel, aber er setzt immer 4 Pixel zusammen, um ein besseres Rauschverhalten zu erzeugen, standardmäßig, und das sorgt halt eben dafür, dass ihr 10 Megapixel Bilder bekommt, die immer noch brauchbar sind, wie ich finde. Von der Qualität her kann man auch an den Seiten sehen, okay, wir haben wieder diesen typischen Verzerreffekt, den kennen wir ja, aber das macht hier in dem Fall nicht groß viel aus. Ja, das also kein Nachtbild, aber schon mal so ein bisschen ein, ja, später Abendbild. Und es geht natürlich weiter mit hellen Bildern erst einmal. Hier jetzt aus dem Fenster voraus fotografiert. Man kann hier einzelne Flecken noch erkennen, die vom Fenster selber sind. Ich habe hier einfach mal rausfotografiert, um zu zeigen, wie das Wohnen dort aussieht. Dass ihr seht, sehr, sehr viel Grün gibt es hier auch. Aber ja, das Wohnen ist so ein bisschen einheitlich in so Blockhäusern im Grunde genommen, die alle relativ gleich aussehen. Wir können aber auch hier wieder mal, auch bitte sehr, ja, relativ geringe Auflösung in Sachen, wenn man mal vergleicht mit 16 Megapixel Knipsen oder sogar auch 12 Megapixel Knipsen, haben wir hier mit 10 Megapixel immer noch ein bisschen was weniger. Und wenn man es auch mit den Digitalkameras vergleicht, auch diese Super Zoom Kameras, die man vielleicht auch als Travel Kameras bezeichnen möchte, also als Reise Zoom Kameras, so werden sie auch immer bezeichnet. Die haben eine sehr große Brennweite, haben dann aber meistens auch, ja, 18 Megapixel oder sogar aufwärts. Und trotzdem kann man hier wunderbar noch Details erkennen, wie beispielsweise welche Sachen hier auf dem Balkon aufgehangen worden sind. Machen wir mal weiter. Natürlich gibt es auch hier große, große Kaufhäuser und Läden und die dürfen natürlich dann auch nicht fehlen, wenn es darum geht, Werbung anzuzeigen, haben dann riesige, massive Werbetafeln. Das ist jetzt hier keine Werbetafel, die einfach nur ein Foto zeigt, sondern das ist tatsächlich ein Bildschirm, der eben Bewegtbild zeigt, also hier auch die Trailer oder sowas anzeigt. Und das ist jetzt hier einfach mal von diesem Kaufhaus hier aufgenommen. Da seht ihr auch hier alles schön geschmückt und die Details erkennbar. Das ist jetzt in 16 Megapixeln aufgenommen. Das ist ein Indikator dafür, dass das Ganze hier jetzt mit einer
weiteren Fotolänge gemacht worden ist. Das heißt, mit dem Weitwinkel habe ich das jetzt aufgenommen. Am Tag bei ja, recht guten Lichtverhältnissen kann man also wunderbar erkennen, dass der Weitwinkel gut funktioniert und ja, den ganzen Platz hier auch mit dem, hier sehen wir es auch nochmal, Lenting Metro Plaza aufgenommen hat. Und wir sehen auch, das ist alles wunderbar lesbar. Ein IMAX, also ein Kino gibt es da wahrscheinlich auch. Und hier gibt es halt auch verschiedene Geschäfte, die Reklame machen. Wir können also hier das wunderbar erkennen. Leute, die hier rumspazieren. Und diese Weitwinkelaufnahme ist also gelungen, wie man sehen kann. Also man kann auch mit dem Weitwinkel gute Fotos schießen. Dann interessanterweise als Kontrastprogramm zu all diesen Hochhäusern und den Leuchtreklamen und so weiter und so fort, gibt es aber auch Grünstreifen, woran man gedacht hat, als man diese Millionenstadt aufgebaut hat. Für die Leute, die sich dafür interessieren, es wohnen etwa 8 Millionen Leute im zentralen Ort, aber die Stadt selber hat 32 Millionen Einwohner. Das ist also schon ein ganz, ganz großer Haufen von Menschen. Deshalb war ich sehr interessiert natürlich, wie sieht es mit den Grüngürteln aus? Und das ist jetzt der Central Park von Chongqing. Relativ neu sieht er zumindest aus. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Ein paar Jährchen einfach nur alt. Und wir sehen hier keine Menschenseele auf der Straße. Das ist also auch ziemlich interessant. Also man kann auch in einer so großen Millionenstadt noch Ruhe und Frieden finden. Das ist jetzt aufgenommen worden, wieder mit der Standardlinse bei 10 Megapixeln, wie man hier sehen kann. Also hier Farben sehen gut aus. Und von der Schärfe her und von dem Detailgrad ist das sicherlich auch in Ordnung. Und hier jetzt mal eine etwas nähere Aufnahme, diesmal mit dem dreifachen Zoom gemacht. Und hier war es ein bisschen schwierig für die Kamera natürlich zu fokussieren, weil ja, der Wind hat ja schon ausgereicht, um dann ein bisschen was hier dann in Sachen, ja, auch bei einer Hundertstelsekunde dann ein paar Sachen zu verschieben. Aber wir können hier den Detailgrad sehen, mit der dreifachen Kamera aufgenommen, mit dem dreifachen Zoom-Objektiv aufgenommen. Da sehen wir im Grunde genommen, ist das ja schon eine ziemlich gute Aufnahme. Allein so sieht das gut aus und wenn man auch mal reinzoomt, ist das auch sehr, sehr ordentlich. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich sagen kann, so eine Reise-Zoom-Kamera kann man eigentlich zu Hause lassen, wenn man so ein P30 hat oder ein P30 Pro. Weil man hier wunderbar auch den Zoom-Bereich abdecken kann, den man normalerweise abdeckt. Also wenn man jetzt nicht gerade vielleicht aus dem Fenster des Hotels, das andere Hotelzimmer, den Pool oder sowas da ablichten möchte. Jetzt hier auch noch ein Foto von einem komischen Baum, der hier so komisch wächst. Und dieses Foto habe ich einfach nur mit der normalen Kameralinse aufgenommen. Ihr seht es wieder 5,6 mm, um zu zeigen, wie viele Details man selbst bei den 10 Megapixel rausholen kann durch eben dieses Pixel-Binning, also wo dann verschiedene Pixel zusammengezählt werden und dann kann man auch sehen, kann man die Schrift hier lesen. Das Chinesische kann man, eventuell die Leute, die es lesen können, können es auch lesen, aber hier sieht's auch steht es auch auf Latein. Ficus microcarps. Oder Carpa. Auf jeden Fall gibt es hier auch einen QR-Code. Das ist auch eine schöne, interessante Geschichte. Ihr findet an allen Straßen und Ecken in China QR-Codes. In dem Fall ist es wahrscheinlich ein QR-Code, um sich über diesen Baum hier zu informieren. Und in Restaurants beispielsweise gibt es manchmal sogar keine Speisekarten, sondern an dem Tisch klebt einfach ein QR-Code und dann geht man mit seinem Handy ran, um die Speisekarte sich anzuschauen und dann direkt zu bestellen übers Handy aus. Das also auch nur. Ansonsten wunderbare Aufnahmen können ja auch gelingen. Die Sonne geht hier so gerade ein bisschen verschwindet hier gerade hinter den Bäumen so ein bisschen und dann kann man auch Gegenlichtaufnahmen machen. Ihr seht, das funktioniert auch gut und man kriegt dann so eine Art ja Sonnenstern so ein bisschen mit eben also dem Effekt, den man so haben möchte. Für eine schöne Aufnahme. Das geht also auch wunderbar. Wohlgemerkt auch wieder mit der Hauptkamera aufgenommen, wo ich eigentlich die meisten Bilder mitgeschossen habe. Das klappt also gut und auch die Details sind gut erkennbar. Jetzt hier auch bei der Gegenlichtaufnahme ist das natürlich auch interessant. Bei einer hohen Verschlusszeit und einer ja, ziemlich geringen ISO-Wert ist das sicherlich auch keine unwichtige Sache. Dann das hier habe ich interessanterweise auch geknipst, um auch nochmal zu zeigen. Das ist so das Kontrastprogramm zum Park. Das ist direkt am Park angelegen und da sind einfach riesengroße, einfach nur Betonfelder. So will ich das mal sagen. Da waren jetzt ein paar Leute unterwegs, da kann man sehen, die waren da ein bisschen was unterwegs. Hier hinten auch noch ein paar Leute, aber das ist halt einfach riesengroß und ein riesengroßer Platz und da ist einfach nix. Einfach gar nichts. Und das ist jetzt nicht mit dem Weitwinkel aufgenommen, sondern tatsächlich mit der Standard.
Linse aufgenommen. Wir sehen die Hochhäuser hier im Hintergrund, also direkt an dem Central Park gelegen. Einfach, ja, großer Betonklotz, keine Ahnung, was da gemacht wird. Vielleicht treffen sich Leute abends zum Feiern oder sowas hier. Das ist im Grunde genommen das. Ansonsten schönen Sonnenuntergang habe ich auch noch aufgenommen. Das geht auch wunderbar, auch wieder mit der Hauptlinse aufgenommen. Wie man sehen kann, die Sonne verschwindet hier hinter den Wolken so langsam. Und ja, Detailgrad auch wunderbar. Alles wunderbar erkennbar hier. Die Schilder teilweise sogar noch lesbar. Ich bin jetzt im 100% Bereich, wenn ich da nochmal reinzoome. Kann man da also zumindest ein bisschen was erahnen und das Chinesische sehen und lesen und das Englische so ein bisschen erahnen. Das ist auch interessant, dass in Chongqing die meisten Verkehrsschilder oder Schilder allgemein zweisprachig sind. Das heißt, ihr findet sie nicht nur in Chinesisch, sondern auch in Englisch. Für die Leute, die sich vielleicht auch mal Gedanken machen, China zu besuchen und dann diesen Ort. Jetzt kommen wir mal zur spannenden Königsdisziplin für das Huawei P30 und das P30 Pro, die Nachtaufnahmen. Und das ist jetzt ein ganz normales Nachtaufnahmenbild, was ich gemacht habe, ohne den extra Nachtmodus zu benutzen. Und da sehen wir hier schon ein bisschen was, das ist mit der Standardlinse aufgenommen, ein bisschen was an Problemen. Wir sehen hier zumindest, das ist schon wunderbar immer noch lesbar. Hier in der Seite wird es schon ein bisschen schwieriger und wir sehen hier auch das Rauschen. Es fängt also tatsächlich hier an zu rauschen, das sieht man hier an der Seite vor allen Dingen, wo weniger Licht drauf fällt. Hier immer noch, ja, alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Hier wird es so ein bisschen besoffen, die Gebäude, aber das ist halt eben der ganz normale bei 5,6 mm Focal Length, also bei der Linsenlänge im Grunde genommen hat man das Problem. Hier ein bisschen was überbelichtet, aber das ist halt eben auch immer noch im Erträglichen. Aber wir sehen schon, es fängt hier schon stark an zu rauschen. Es ist nicht sehr schön anzusehen, wenn es wirklich sehr, sehr dunkel wird und man nur mit der Primärlinse fotografieren möchte. Zumindest beim P30, was ja noch eine etwas kleinere Blende hat als das P30 Pro, was dann noch ein bisschen was mehr Licht einfangen kann. Aktiviert man allerdings den Nachtmodus, den extra Nachtmodus, muss man natürlich eine ruhige Hand haben, sonst passiert sowas hier, wie der Kollege, der einfach hier so ein bisschen, ja, teilweise sein Bein verschwindet, so ein bisschen, weil halt mehrere Fotos hintereinander geschossen wird, eine Belichtungsreihe gemacht wird. Aber das sieht schon mal ziemlich, ziemlich geil aus, jetzt in dieser Ansicht. Und selbst wenn man in die 100% Ansicht reingeht, okay, man sieht, das ist nicht alles 100% perfekt, aber das Rauschen ist deutlich weniger und man kann Konturen erkennen, man kann Details erkennen. Das ist also auch wunderbar. Das übrigens jetzt in einem Kunstpark, wo also Leute, Studenten vor allen Dingen, aber auch Künstler dann Sachen ausstellen. Und es ist halt einfach auch leer gewesen. Leer, aber trotzdem schön, das anzusehen. Und da kann man auch vielleicht ein paar andere Bilder zeigen. Hier auch jetzt, um es noch zu zeigen, das ist der Chongqing Art Market. Das ist das, wo man da das Ganze sehen kann. Natürlich bei Tageslicht auch sehr spannend zu sehen. Jetzt hier bei Nacht untersucht und immer mit diesem speziellen Nachtmodus dann fotografiert. Jetzt hier auch eine Installation von verschiedenen Bildern und Fotos. Wunderbar erkennbar. Ich habe das selber so nicht sehen können. Es war zu dunkel, um es selber sehen zu können. Und deshalb hier mit dem Nachtmodus wunderbar sichtbar. Um euch das nochmal zu zeigen, hier auch wieder Nachtmodus, auch wieder wunderbar. Da kann man die Schrift vielleicht auch noch lesen. Hier steht zumindest China dran und das steht ein bisschen noch mehr. Ich glaube, es war irgendwas mit Art oder sowas. Oder Made in China, irgendwie sowas. Dieser Schriftzug. Ansonsten hier auch wieder, da sehen wir hier, ja, Neon-Reklame. Ein bisschen was überbelichtet ist in dem Fall. Da hat also die Automatik ein bisschen was versagt, aber hier ist es alles wunderbar beleuchtet und sieht ziemlich gut aus. Und hier ist jetzt nochmal ein Vergleichsbild, was ich in einem Lokal aufgenommen habe. Das ist jetzt der Nachtmodus aktiviert und so sah es aber im Lokal selber nicht aus. Das ist das, was der Nachtmodus schafft im Vergleich zu dem, wie es eigentlich aussah. Das war nämlich so. So düster sah es da in Wirklichkeit aus. Und das ist das, was der Nachtmodus draus gemacht hat. Und da seht ihr schon, der Nachtmodus kann eine ganze Menge rausholen und eine ganze Menge an Helligkeit reinproduzieren. Wenn wir hier mal schauen, hier erstmal überbelichtet ist das Ganze klar. Hier kaum Details zu erkennen. Hier kaum Details zu erkennen. Also hier wird es auch richtig dunkel, wo diese Personen sitzen. Kaum Details zu erkennen. Und gehen wir uns mal auf die Nachtaufnahme, dann sehen wir
viel mehr Details zu erkennen. Hier nicht mehr so stark überbelichtet, können die Lampe viel besser erkennen. Hier viel mehr Details zu erkennen, in der Vase auch. Hier sehen wir jemanden am Powerbank, am Laden. Und auch hier viel mehr Details zu erkennen im Sitz und bei den Personen selber. Das ist also auch eine ziemlich interessante Geschichte, dieser Nachtmodus, wie viel der halt rausholen kann. Dann noch eine lustige Sache, die ich unbedingt fotografieren wollte, weil ich das mehrmals gesehen habe. Vor Beginn der Arbeit der Leute, das war jetzt morgens früh, machen sie so eine Art militärischen Appell. Stellen sich halt militärisch mäßig, also in Reih und Glied im Grunde genommen hin, und dann wird da mal der Plan für den Tag durchgegangen. Das ist jetzt hier, das sind jetzt hier Leute, die bei diesem Hess lokal arbeiten, also ein Restaurant, eine Restaurantkette, die jetzt dort arbeiten, die jetzt sich da aufstellen müssen. Aber nicht nur die, sondern auch die Polizei macht das. Jetzt habe ich in Huawei, das war nicht gewollt. Da, die Polizei, die macht das auch und steht dann in Reihe und Glied, mehr oder weniger lustig. Und die standen jetzt hier tatsächlich in Reihe und Glied, dass der Kollege hier Fotos machen konnte mit seinem Handy. Was ich auch ziemlich lustig fand. Natürlich, Huawei Shop gab es auch, wie gesagt, hier gibt es fast an jeder Ecke Huawei, Oppo und wie sie alle heißen, alles zu finden. Und natürlich hier auch Reklame fürs P30 und P30 Pro. Wie könnte es anders sein? Findet diese Läden überall dort. Ja, Essen kann man damit natürlich auch fotografieren. Jetzt habe ich hier einfach mal irgendwas, ein Frühstück fotografiert. Ich glaube, es war ein Frühstück, genau, es war ein Frühstück. Das isst man also so zum Frühstück in China, zumindest in dieser Region. Es war jetzt hier irgendwas Nudeln mit Gemüsezeugs drin. Ich habe es ehrlich gesagt, ehrlicherweise nicht gewusst, was ich da esse. Aber ihr seht, man kann also auch wer lustig auf Instagram Fotos über das Essen posten möchte, kann das hier auch wunderbar machen. Es sieht also auch saftig aus und dank des AI-Modes werden die Farben noch geboostet und so weiter und so fort. Da kann man also auch wunderbar Fotos mitmachen. Apropos Essen, wo wir gerade beim Essen sind und von der Stadt Chongqing geredet haben, eines der Spezialitäten, was sie haben, ist der Hot Pot, und der ist, wie man hier sehen kann, mit Chilischoten vollgekleistert und mit Pfeffer und allem Möglichen, was scharf macht, und ist halt komplett scharf. Das ist die lokale einheimische Variante, und das hier ist die Variante für mich, wo einfach nur heißes Wasser, ein bisschen was Fett drin ist. Also die Variante, die nicht so scharf ist, die ist hier drin. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich habe das meiste tatsächlich auch von der scharfen Variante gegessen. Also für die Leute, die meinen, ich bin ein Weichei. Deshalb habe ich nur probiert und gesagt, ne, das ist fehlt so ein bisschen Geschmack. Und dann habe ich dann doch das gegessen. Habe dann zwei Packungen Tempo leer gemacht danach, aber hat er auch seine Vorteile. Kommen wir wieder zurück zur Nachtfotografie. Hier ein wunderbares Bild, auch vom Universitätscampus in Chongqing geschossen. Die haben da so einen netten Park innen drin, und da kann man auch wunderbar Fotos schießen, wie dieses hier zum Beispiel. Und das zeigt dann auch ganz deutlich nochmal den Nachtmodus, der hier gut funktioniert hat und das Ganze aufgehellt hat, weil in Wirklichkeit sah das viel, viel dunkler aus. Man konnte hier die Umrisse der leuchtenden Türme erkennen, der leuchtenden Wolkenkratzer erkennen, aber das war es dann auch im Grunde genommen schon. Und hier wurde das Ganze aufgehellt, der Himmel ist erkennbar. Details sind teilweise noch erkennbar. Für die Dunkelheit, die dort geherrscht hat, ist das ein wirklich sehr, sehr interessantes Bild, was hier geschossen wurde. Auch wieder mit der Hauptkamera, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Weiter im Programm, machen wir mal weiter, gucken wir uns weitere Fotos an, im Dunkeln aufgenommen, auch wieder auf diesem Campusgelände und den zentralen Orten dort, kann man sehen, wenn man wirklich auch Fotos schießt mit der Hauptkamera und keinen Nachtmodus verwendet, kann man durchaus immer noch gute Fotos erzielen, wie in dem Fall hier auch wunderbar zu sehen. Natürlich macht immer Licht sehr, sehr viel aus. Ihr seht, es rauscht jetzt hier sehr stark. Das liegt aber daran, dass dieser Nachtmodus nicht aktiviert worden ist. Aber man kann auch solche Fotos hier erzeugen. Und das ist jetzt mal ein Foto, das rauscht zwar auch stark, wenn man ganz genau hinschaut, aber es ist einfach ein gutes Foto, wie ich finde. Und es sieht jetzt nach The Fantasy Garden, hört sich sehr spannend an, aber es ist im Grunde genommen, wenn man da mal reinschaut und guckt, es ist einfach ein Supermarkt. Es ist einfach irgendein Supermarkt. Also da ist jetzt nicht irgendwie, okay, ein bisschen Kleidungsstücke sind da noch drin. Es ist jetzt kein Restaurant oder sowas, sondern einfach ein Supermarkt, so eine Art Supermarkt. Und na gut, ein paar Kleidungsstücke kann man finden. Hier sind Kinderspielzeug zu finden.
Aber das ist im Grunde genommen das. Aber trotzdem, gutes Foto. Hier sieht man jetzt auch wieder ein Foto. Da kommt die Kamera wieder an ihre Grenzen, auch wieder mit dem Hauptsensor, weil der Hauptsensor hat eben die größte Blende von den drei Kamerasensoren. Und hier kann man eben dieses Kunst, auch jetzt wieder Kunst sehen. Wir können aber auch sehr stark diesen Matsch hier sehen, dieses Rauschen, weil es einfach ziemlich, ziemlich dunkel ist. Und hier an der Seite ist das einfach kaum. Also hier habe ich es erstmal gar nicht gesehen, dass da Menschen noch drauf sind. Sind wir also auch noch Menschen drauf, das ist alles nur noch Matsch. Und hier ist es noch gut, wo es halt noch relativ gut ausgeleuchtet ist und vielleicht merkt man es nicht so sehr, was ja auch Kunst ist. Aber ja, der Rest ist halt ziemlich. Also man kann keine Wunder erwarten von dieser Kamera im Dunkeln. Das gleiche gilt auch für den Zoom, wenn man den einsetzt. Jetzt in dem Fall mit dem Zoom eingesetzt. Jetzt hier, das hier übrigens ist nicht die Hauptkamera. Sorry, das habe ich. Also das hier war die Zoom-Kamera, das kann ich auch nochmal sagen. Das hier war die Hauptkamera. Und das hier ist die weitwinklige Kamera. Die hat den kleinsten, die hat den geringsten, die geringste Blende. Und das sorgt halt eben dafür, dass hier sehr, sehr schnell Rauschen mit drin ist. Dann kommen wir jetzt hier zur Zoom-Kamera. Das ist der Fünffach-Hybrid-Zoom und da sehen wir schon, okay, das rauscht hier auch schon sehr stark. Hat einfach damit zu tun, es wird bei der Nacht, bei Nachtaufnahmen teilweise nicht auf den dreifachen optisch bildstabilisierten Zoom gesetzt, sondern es wird auch eben digital einfach noch hineingecroppt in die 40 Megapixel hinein. Das ist mir aufgefallen. Das passiert also nicht immer, weil man merkt, wenn man zoomt und wenn man halt eben auch auf den dreifachen Zoom geht. Jetzt sagen wir mal, in 90% der Fälle, wo ich das benutzt habe, ist er tatsächlich umgewechselt in die dreifache optische Zoom-Linse. Das merkt man ganz einfach daran, weil diese dreifache optische Zoom-Linse einen optischen Bildstabilisator hat. Erstmal durch das Umschalten natürlich, aber auch weil es einen optischen Bildstabilisator hat. Auf einmal ist das Bild, anstatt wo es dann immer hin und her zuckt, auf einmal. Direkt auf einmal bleibt es stehen einfach und ist halt sehr, sehr ultra stabil. Und das merkt man einfach, wenn das dann umswitcht. Und hier in dem Fall hat es nicht umgeswitcht und hat trotzdem halt eben dann, ja, solche Ergebnisse erzeugt hier. Das ist, glaube ich, in 100% an sich, ne? Kann man es schon erahnen, dass es sehr soft ist. Aber wenn man dann näher dran geht, dann merkt man das dann auch richtig. Das hier jetzt wieder mit der Hauptkamera aufgenommen und mit dem, sieht man hier vielleicht auch, dass die Schatten, aufgehellt worden sind. Es ist einfach hier weniger matschig, auch weniger scharf, aber es ist halt hier auch alles aufgehellt. Das heißt, der Nachtmodus wurde hier wieder verwendet, um das Ganze aufzuhellen. Und wir sehen hier auch, da tritt der Nachtmodus, wenn zu viel Licht ist, auch an seine Grenzen und dann gibt es halt eben solche Effekte hier, die man auch teilweise hier erkennen kann. Ja, das jetzt am Tag wieder aufgenommen, bewölkter Tag in dem Fall und da wollte ich einfach nur mal gucken, was man da alles mit aufnehmen kann. Das ist jetzt die Standardlinse auch wieder, die schafft es sogar auch, die Wolkenkratzer mit aufzunehmen und hier sehen wir die riesigen Bildschirme, die dann halt eben verschiedene Werbung anzeigen können. Und das jetzt hier auch ein interessantes Bild aus dem Hotelzimmer rausgefilmt, um dann zu zeigen, dass es jetzt mit der Standardlinse, wie viel Details man da wirklich mit einfangen kann. Ich hatte es ja vorher schon am Anfang gezeigt. Hier ist es, glaube ich, noch interessanter zu sehen, was für Autos man hier alles sehen kann, auf dem Parkplatz beispielsweise, oder Menschen, die man sehen kann, die hier rumlaufen und so weiter und so fort. Also das auch ziemlich interessant gemacht. Und dann gehen wir mal weiter und ja, das ist jetzt nochmal ein Modus, wo ich zeigen wollte, wie es aussieht, wenn ich mit der Standardkamera ein Foto mache. So sieht es nämlich aus, wenn ich mit der Standardkamera versuche, jetzt diese Wolkenkratzer alle aufzunehmen. Und das ist jetzt Weitwinkel. Ihr seht, das ist schon ein riesig großer Unterschied, den ich da habe. Und da seht ihr Weitwinkel, viel mehr kann man hier einfangen. 5G wird hier reklamiert, wie man sehen kann. Das heißt, es gibt tatsächlich hier bereits schon 5G, das man ausprobieren kann, dass man antesten kann. Und interessante Geschichte, dieser Turm, der hier in der Mitte steht, ist der älteste Turm in dem Fall. Das heißt, vor 10, 15 Jahren, sagen wir mal so, gab es diese ganzen Wolkenkratzer nicht, sondern war dieser Turm das höchste Objekt in dieser Stadt, an diesem Ort jetzt. Und seht ihr, wie schnell sich das Ganze dann doch dort entwickeln kann.
Das hier auch nochmal ein Vergleich, wenn man also auch tatsächlich, oder kein Vergleich, sondern ein Beispiel, was die weitwinklige Kamera einem dann erlaubt zu machen. Beispielsweise dieses gesamte Gebäude hier, das WFC, habe ich jetzt hier komplett eingefangen mit der weitwinkligen Kamera. Das hätte ich mit der normalen Kameralinse nicht geschafft. Dann hier auch nochmal eine interessante Geschichte. Das ist jetzt am Fluss aufgenommen. Und da seht ihr, es geht hier quasi eigentlich steil bergab. Und in diesem steilen Bergab hat man einfach gesagt, wir bauen einfach mal hier was Interessantes. Da gab es schon altertümliche Gebäude, die hat man jetzt hier neu aufgebaut in dem altertümlichen Stil. Und Subway kann man hier lesen. Das heißt, hier gibt es tatsächlich, das ist einfach eine Einkaufspassage für Touristen, eine Passage, wo ihr an jeder Ecke einfach was zu essen findet, einen kleinen Imbiss findet und euch dann voll fressen könnt, im Grunde genommen. Und hier geht's auch rein. Seht ihr, hier sind Treppen und hier gibt's Treppen und dann gibt's hier irgendwo eine Hängebrücke, wo man rübergehen kann und dann noch zu einem anderen Gebäude rübergehen kann, das sich jetzt hier hinter befindet. Und hier ist halt eben die typische Touristenzone, wo Leute sich dann auch fotografieren vor der Hängebrücke und so weiter und so fort. Und ihr seht, das ist jetzt hier schon mit der normalen Standardlinse aufgenommen. Details sind wunderbar erkennbar. Und ich dachte, ich hatte noch ein Bild von dem Ganzen reingezoomt. Habe ich leider nicht. Aber da kann man schon mal erkennen, wie das Ganze aussieht. So. Jetzt kommen wir mal wieder zu Nachtaufnahmen. Das ist jetzt auch wieder Wolkenkratzer. Das ist jetzt aufgenommen, auch wieder weitwinklig. Mit ein bisschen was mehr Licht kann man aber trotzdem noch erkennen, dass selbst wenn ich den Nachtmodus aktiviert habe in der weitwinkligen Kamera, es rauscht. Es rauscht halt sehr stark. Selbst wenn da sehr, sehr viel Licht ist, seht ihr, es rauscht einfach in dieser weitwinkligen Kamera. Und ja, Verzerrungen sind natürlich bei Weitwinkel auch, bei Superweitwinkel natürlich auch, gehören auch irgendwie dazu. Aber es rauscht schon sehr stark. So sieht das Foto gut aus, aber schaut man sich bei 100% an, geht es halt einfach zur Neige. Und das jetzt aufgenommen wieder mit der Standardfotolänge bei etwa gleichen Lichtverhältnissen. Also die gleiche Nacht halt immer noch. Und hier halt das Ganze auch durch kleine LEDs angestrahlt. Und hier sieht man, weniger Rauschen, deutlich weniger Rauschen. Verzerrung ist natürlich immer noch ein bisschen da. Unschärfe in den Rändern ist na klar. Aber ansonsten hier wunderbar lesbar zum Beispiel immer noch. Irgendwas, also da steht irgendwas auch noch, was man da lesen kann. China, Hing, Sheng, Bank, glaube ich, oder sowas, Rank oder sowas. Also lesbar ist es auf jeden Fall auch noch und wunderbar erkennbar. Das heißt, wenn ihr im Dunkeln Fotos schießen wollt, würde ich euch empfehlen, mit dem P30 dann eher auf die Standardlinse zu setzen, auch bei dem Nachtmodus. Das macht dort mehr Sinn. Dann habe ich mal den Pro-Modus ausprobiert. Ich wollte so eine Art, ja, Verwischen hier hinschaffen und den Rest halt scharf hinkriegen. Und das habe ich, glaube ich, geschafft. Das ist der Eingang zur U-Bahn. Seht, da ist viel los, auch um die Uhrzeit. Und ja, das Gelbe sind die Taxen, die da rumfahren. Interessant, wenn ihr euch das mal anschaut, was für Autos da rumfahren, gibt es meistens sehr dunkle Autos, also schwarze Autos und sehr, sehr viel weiße Autos, die ihr dort in der Stadt zumindest findet. Und ja, das hier ein Motorroller, auch eine interessante Geschichte. Habe ich, glaube ich, kein extra Foto davon, aber es gibt sehr, sehr viele Elektroroller in dieser Stadt und die fahren nicht nur auf der Straße, sondern teilweise auch über den Bürgersteig und hupen einen dann auch an, wenn sie da vorbeifahren wollen, weil man sie nicht hört, weil das Elektroroller sind. Also da hat die Elektrifizierung schon angefangen. Ja, hier jetzt ein kleiner Verkehrsstau und das wollte ich auch nochmal fotografieren und zeigen, wie gut der Zoom eigentlich ist und wie gut ich auch bei Tageslicht hineinzoomen kann. Und das ist jetzt hier aufgenommen vom Hotelzimmer aus und das ist der Weitwinkel, wie man sehen kann. Das ist der normale, die normale Linse, also das eine, das war der Superweitwinkel, das ist der normale Weitwinkel, die normale Linse, die man benutzen kann. Und das ist dann jetzt der Dreifach-Zoom meines Wissens nach. Und da kann man schon viel mehr erkennen. Und wenn ich in 100% Ansicht gehe, kann man die einzelnen Autos schon erkennen. Und dann sieht man auch, wie die da fahren. Die Verkehrsmarkierungen sind nur zur Orientierung da. Und das heißt also nicht unbedingt, dass man die einhalten muss. Hier wird einfach, hier ist das Einscheren-Programm, wie man sehen kann.
Dann geht es natürlich noch weiter. Das ist jetzt der fünffache Hybrid-Zoom. Der sieht immer noch toll aus. Klar, wenn ich in 100% Ansicht reingehe, dann sieht das, da fehlen einfach die Details. Da sieht man einfach, das ist einfach. Aber man kann erkennen, was das für ein Auto ist. Das ist also ein Seat hier mit diesem typischen S. Man kann die Automarken also erkennen. Das ist, glaube ich, ein Honda, wenn ich mich nicht irre. Toyota. Und man sieht also auch die Farben der Autos, sehr, sehr viel weiß. Ein Mercedes kann man hier erkennen, ein Toyota, das kann ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, könnte auch ein Toyota sein. Also das ist alles wunderbar erkennbar, fünffacher Zoom. Und dann geht es natürlich noch mehr, 30-facher Zoom und ich glaube, ich habe sogar nochmal 50-fach hineingezoomt. So sieht das Ganze dann aus, dann kann man also hier auch sehen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Das Taxi habe ich jetzt genommen. Die Taxis haben ein interessantes Momentum. Sie haben hier so eine Schrift, die anzeigt, ob sie gerade belegt sind oder ob jetzt gefahren werden kann. Und aus irgendeinem Grund heißt diese rote Schrift im Grunde genommen, wenn ihr die seht, jetzt könnt ihr, die Fahrt ist frei, ihr könnt dort einsteigen. Also könnt ihr eure Hand heben und dann einsteigen. Interessant. Bei Grün heißt es also auch, die Fahrt ist gerade im Laufen, da könnt ihr nicht einsteigen. Das ist nur so eine kleine nette Anekdote zu der ganzen Geschichte. Jetzt sehen wir den 50-fach-Zoom, das ist noch nicht bei 100%. 100% wäre das. Das matcht dann doch ziemlich sehr stark. Bei 30-fach ist es ein bisschen was besser, aber nicht viel besser. Also ihr seht, diese Zoom-Stufen, die sehr starken Zoom-Stufen sind digital, sind nicht so digital wie vielleicht bei alten Handys, wo das einfach auseinandergefallen ist und überhaupt unbrauchbar war, sind schon etwas brauchbarer, dadurch, dass man hier verschiedene Kameralinsen dann zur Berechnung rausholt, aber es ist halt nicht eine Reise-Zoom-Kamera beispielsweise mit einem 30-fachen Zoom oder das ist jetzt zwar 50-fach reingezoomt, aber gehen wir mal zurück auf die das war dreifach, das war fünffach. Gehen wir mal auf die 30-fach Zoom. Das ist also, das könnte eine Reise-Zoom-Kamera mit 30-fach Zoom ein bisschen was besser machen, würde da natürlich durch die Optik, weil es ein optischer Zoom ist, ein bisschen was mehr an chromatischen Aberrationen bringen, klar, aber würde dann eventuell dazu führen, dass man das Kennzeichen noch lesen könnte. Also das hier nur mal so zum Vergleich für die Leute, die meinen, dass man eine Reise-Zoom komplett damit ablösen könnte, auch vom Zoom-Bereich her. Dann hier nochmal ein Foto von der gleichen Szene im Grunde genommen. Hier sieht man noch ein bisschen, es wird ein bisschen was hektischer an der ganzen Geschichte. Einfach nur mal jetzt in Schwarz-Weiß, beziehungsweise nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Monochrom aufgenommen. Das war auch eine Spezialität und weshalb man die Huawei-Handys gelobt hat, weil sie Monochrom-Sensoren hatten. Das hat jetzt keinen Monochrom-Sensor, das P30, aber kann trotzdem relativ ordentliche Monochrom-Aufnahmen machen. Da hat man also das Know-how aus jahrelanger Monochrom-Sensoren, die man dort verbaut hat, mit rüber gerettet und hier kann man also gute Monochrom-Aufnahmen mitmachen. Dann auch wieder, das ist jetzt Sonnenaufgang. Sieht zwar, könnte auch Sonnenuntergang sein, aber es ist der Sonnenaufgang und da hat sich eine Wolke vorgeschoben. Wir sehen das gleich noch in einem Zeitraffer-Beispiel. Das klappt auch wunderbar, da kann man also auch wunderbar gegen fotografieren. Man kann die einzelnen Kräne und Häuser, die gebaut werden, hier auch wunderbar erkennen. Also auch ein wunderbares Foto. Das jetzt wieder ein Kontrastprogramm bei Nacht, einen Hafen fotografiert und ich bin mir sicher, ich habe hier auch Nachtmodus verwendet, weil ich habe hier nicht den Nachtmodus verwendet, weil wir ein ISO von 800 haben und Exposure Time ist irgendwie komplett kaputt. Also entweder habe ich ihn benutzt oder habe ihn nicht benutzt. Ich bin mir also jetzt hier etwas unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe mir leider keinen Kommentar dazu hinterlassen, aber wir können hier sehen einen Yachthafen und das ist hier, also das ist einfach überbelichtet. Ich glaube, ich habe nicht den Modus benutzt, sondern ich habe einfach ganz normal hier abgedrückt, weil auch sehr, sehr viele Mücken unterwegs waren an der Stelle, habe ich also einfach nur abgedrückt und nicht den Nachtmodus benutzt, der etwas länger gebraucht hätte, um dieses Foto zu schießen. Es war aber schon, wie man sehen kann, sehr, sehr dunkel. Apropos Nacht und apropos Reklametafeln und LEDs und sowas, wenn man halt auf einer anderen Insel Urlaub macht, jetzt in dem Fall ist das jetzt ein Bild aus Sanya. Also wir sind nicht mehr in Chongqing, sondern wir sind jetzt in Sanya. Das ist eine Insel, eine chinesische Urlaubsinsel, chinesisches Urlaubsparadies. Man könnte auch vom chinesischen Hawaii reden. Und dort gibt es halt sehr, sehr viel Meeresfrüchte. Und da gibt es dann halt auch solche Reklametafeln, die halt eben das Ganze sehr schön widerspiegeln, dass da halt sehr, sehr viel auf Meeresfrüchten Wert gelegt wird. Das also
nur dazu, zu dieser Aufnahme. Und hier sieht man auch, das ist jetzt eines dieser, wie kann man das sagen, so eine Art Meeresfrüchte-Freizeitpark. Es ist einfach nur ein Park mit ganz, ganz viel Restaurants und Lokalitäten für Meeresfrüchte. Das heißt, sie haben da tatsächlich so schöne Anlagen hier mit Wasser und wunderbaren Lampen und kleinen Brücken. Aber sie haben auch hier einzelne Stände, die eben, wo man was essen kann. Oder man kann sogar die Meeresfrüchte, also die Meeresbewohner live erleben und auswählen, was man gerade haben möchte. Denn je frischer so ein Meerestierchen dann ist, desto besser soll es schmecken. Und das kann man in solchen Meeresfrüchteparks dann auch machen. Das ist jetzt eine Aufnahme ganz woanders. Das ist eine Aufnahme auch wieder in Sanya, aber diesmal in einem Aquarium. Da hatte ich Dutzende Aufnahmen von gemacht, weil das halt, das ist so eine Königsdisziplin für diese Kamera, habe ich irgendwie das Gefühl. So sieht es halt sehr, sehr detailarm aus. Das ist jetzt aufgenommen worden, wieder mit dem dreifachen Zoom. Es ist ziemlich dunkel in diesen Aquarien und man sieht halt nur das Wasser und dann von oben kommt halt natürlich das Licht rein. Das ist im Grunde genommen schon alles. Aber so in dieser 100%, in der nicht 100% Ansicht sieht das eigentlich sehr faszinierend aus. Die Farben sind sehr faszinierend. Hier ebenfalls sehr faszinierend. Hier hat man mit den Farben sogar gespielt. Hier gibt es mehrere Farben, wo die Quallen dann mit angestrahlt worden sind. Und hier ist die Qualität ordentlich. Das liegt daran, ich habe nicht reingezoomt, sondern habe mit der Standardkamera aufgenommen und dann, wie gesagt, 40 Pixel runtergerechnet. Und dann kann man wirklich die Quallen wunderbar erkennen. Man kann aber auch reinzoomen. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt der dreifache Zoom. Und ja, wenn man da in 100% an sich reingeht, da kann man auch schon mehr Details wieder erkennen. Aber es ist auch ein bisschen was unschärfer. Zum einen, weil die Gläser, das Aquarienglas selber ziemlich dick ist und dann dadurch natürlich eine Unschärfe erzeugt. So ein bisschen aus, je nachdem, welchen Winkel man dann fotografiert. Zum anderen natürlich auch deswegen, weil die Teile sich bewegen. Und wir eben ein Zwanzigstel als Auslösegeschwindigkeit nur hatten, weil es halt eben auch bei ISO 500 sehr dunkel ist, wie gesagt, in den Räumen, dann ist es doch schon erstaunlich, was man da rausholen kann in Sachen Details, zumindest in dieser Ansicht, in der 100% Ansicht, sieht man nur ein bisschen unscharf, aber das Problem hat man mit den kleinen, kompakten Reisekamera-Zooms sicherlich auch. Und das ist das, was ich immer jetzt herhole als Vergleich, weil das wirklich auch passend ist zu der ganzen Geschichte. Und wenn man das mal vergleicht, hier sieht das doch ziemlich gut aus. Also kriegt wirklich richtig gute Fotos mit dem Standard, mit der Standardlinse hin, was das angeht, und kann dann Details rausholen, indem man halt einfach in diese 10 Megapixel reincroppt. Man kann natürlich auch 40 Megapixel aufnehmen, dann kriegt man ein bisschen was mehr Rauschen, aber kann dann noch mehr reinzoomen und reincroppen. Und das ist jetzt hier auch mal ein scharfes Bild, was mir gelungen ist, relativ scharf mit dem dreifachen Zoom, und dann können wir sehen, es rauscht so ein bisschen, aber man kann noch mehr Details erkennen, und das ist halt auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Und hier auch natürlich die Spiegelung zu sehen, aber faszinierende Geschichten dort zu sehen. Also das sind so Aufnahmen, das ist auch ein bisschen was unscharf, aber das ist trotzdem von den Farben her, und wenn man da den AI-Modus noch benutzt, noch eine Ecke besser. Hier jetzt aufgenommen, auch mit dem Zoom-Modus, und das ist schon extrem, weil es war wirklich nur noch eine leuchtende Qualle dort, die grün angeleuchtet worden ist. Und da seht ihr auch, dann ist das Ganze schon ziemlich unscharf. Ja, das ist jetzt hier ein besseres Foto. Da kann man noch mehr Details von diesem Fisch erkennen. Und dieser Fisch ist riesig groß, wie ihr sehen könnt. Der ist also tatsächlich groß. Der Kopf des Fisches ist so etwa so groß, ja, wie so zwei Köpfe eines Menschen. Das ist also schon ein riesiger, großer Fisch, den man hier im Aquarium auch sehen kann. Im Hintergrund sieht man vielleicht auch noch ein bisschen wie das Aquarium aufgebaut ist mit den ganzen Steinen, Edelsteinen und so weiter und so fort. Das ist hier auch nochmal in dem Aquarium selber, weil das Aquarium doppelstöckig ist und hier gibt es tatsächlich Rolltreppen, um auf den zweiten Stock zu kommen. Das ist jetzt wieder aufgenommen worden mit der Standardlinse. Und dann mal im Vergleich dazu Weitwinkel. Und hier ist das Weitwinkel eigentlich ziemlich gut gelungen, wie ich finde. Es sieht so stimmig und gut aus. Bei dem sehr hohen ISO-Wert, das muss man auch sagen, und bei einem 17. Verschlusszeit, da kann man eigentlich sagen, es ist nichts scharf. Und ihr seht, wenn ich reinzoome, ne, nicht wirklich.
scharf. Viele Leute wollen da oben, das ist zu erkennen. Der Rest rauscht so ein bisschen. Aber so sieht das einfach faszinierend aus und man kann sehr, sehr viel einfangen mit. Also solange man das sich auf dem Smartphone anschaut, auch auf einem Tablet vielleicht anschaut, ist das noch gut. Und auch am PC, wenn ich mir das so anschaue, sieht das nach einem ordentlichen Bild aus. Zoome ich allerdings rein und dann, ja, kann es nicht mithalten. Aber wie gesagt, ich vergleiche das auch wieder mit so einer Reise-Zoom-Kamera. Die kann bei solchen Aufnahmen natürlich auch nicht mithalten. Und es ist schon erstaunlich, was das P30 rausholen kann. Und dass es in den meisten Szenarien auch mit so einer Reise-Zoom-Kamera dann mithalten kann. Und vor allen Dingen, wenn man dann mal Zeit hat, solche Gebäude oder solche Nachtaufnahmen zu machen, wie hier wieder mit dem Nachtmodus, einfach faszinierend. Da wird einfach mehr rausgeholt, als das jede Reise-Zoom-Kamera irgendwie machen kann, weil sie halt so einen Nachtmodus nicht hat, der so etwas bietet, wie hier jetzt wieder aus dem Hotel raus fotografiert, und da sehen wir Details erkennbar, andere Hotels erkennbar, Straße erkennbar, Autos erkennbar, aufgenommen wieder mit der Standard-Linse. Hier ein bisschen was überbelichtet, aber da ist auch nicht großartig viel zu erkennen, würde ich mal sagen. Also das auch ziemlich interessante Aufnahme. Und dann nochmal von der anderen Seite das Ganze. Das ist jetzt, glaube ich, der Bahnhof, wenn ich mich nicht irre, den man da hinten sieht. Das Rote hier ist, glaube ich, der Bahnhof, wenn ich mich nicht irre. Das hier ist ein anderes Hotel. Da kann man auch sehen, Hoteleinfahrt und alles schön beleuchtet. Und ja, das ist also auch erkennbar. Das Rote hier, glaube ich, wie gesagt, der Bahnhof. Hier sieht man auch wieder Kräne, wird wieder gebaut. Das wird überall gebaut. Das ist jetzt hier immer noch Sanya. Erkennt man vielleicht auch an den Bäumen, die dort wachsen. So ein bisschen. Und ja, Sea View International Plaza, das auch jetzt hier mal wunderbar angeleuchtet, auch wieder Colorful World und alles Mögliche, was man hier sehen kann. Und interessant an diesem SeaWorld Plaza war, dass dort solche Instrumente rumstanden. Das sind keine, ja, Spielzeugdinger, die einfach da rumstehen, sondern das sind wirklich Fahrzeuge, die man benutzen kann. Also was heißt Fahrzeuge? Fahrgefährten, kleine Roboter, wo sich Kinder reinsetzen können, aber auch Erwachsene mit Kindern, wie man es hier sehen kann, dann durch die Stadt fahren kann. Das ist eine, ja, Lame Duck-Variante, würde ich mal sagen. Aber es gibt auch teilweise Roboter, die also Schritte gehen und so weiter und so fort mit Personen innen drin. Und das ist jetzt hier eine Antriebsmöglichkeit, das hier eine andere Antriebsmöglichkeit. Man kann dann durch diesen Plaza damit fahren. Habe ich nur fotografiert, weil ich das so lustig fand und sehr interessant fand, dass es so etwas gibt. Und hier auch ein wunderbares Foto, wo man dann sehen kann, dass selbst bei dunkleren Aufnahmen die Kamera einfach wunderbare Fotos schießen kann von interessanten Sachen. Und selbst bei dunkleren Aufnahmen so richtig gute Aufnahmen machen kann. Ja, und das darf natürlich auch nicht fehlen. Alkohol gibt es natürlich in Chongqing auch. Das ist wieder jetzt zurück in Chongqing. Dort gibt es eben das sogenannte Chongqing Bier. Premium Quality. Interessanterweise, ja, 500 Milliliter kenne ich, aber hier gibt es immer irgendwelche krummen Werte, 468 Milliliter in dem Fall. Und da sehen wir auch 16.04.2019, das ist jetzt, ich glaube, das Herstellungsdatum oder das Abfülldatum dieses Bieres, ich weiß es nicht. Das also auch darf natürlich nicht fehlen. Ein helles Bier natürlich. Dann hier mal jetzt eine Zeitrafferaufnahme, um euch zu zeigen, wie sich der Stau hier gebildet hat. Das ist jetzt hier auch wieder in Chongqing. Ihr habt ja die Fotos davon gesehen, und jetzt hier, wie sich der Stau gebildet hat, wollte ich jetzt aufnehmen. Und dann seht ihr, wupp, 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 und irgendwann ist alles voll und der Kanal ist voll und die Leute kommen nicht mehr so richtig voran. Das also, wie sich der Stau gebildet hat. Dann habe ich auch eine interessante Tätigkeit, den Zoom ausgepackt. Das ist jetzt, glaube ich, sogar der zehnfache Zoom, den ich hier auch digital gemacht habe, der mit Video auch funktioniert. Und da seht ihr Leute morgens früh, ja, die machen auch kollektives Training im Freien. Und das haben sie jetzt hier gemacht, so ein bisschen trainiert. Und hier noch eine Zeitrafferaufnahme, diesmal in Sanya, wie die Sonne aufgeht. Und dann seht ihr, das habe ich jetzt über längere Zeit aufgenommen und musste mich noch gegen einen, was war es, eine Wespe oder irgend sowas erwehren, also irgendein Insekt erwehren, deshalb ist es ein bisschen was wackelig teilweise, aber hier sieht man dann halt die Sonne, wie sie aufgeht über den Wolkenkratzern und jetzt gleich auch, wie die Wolke davor sich schiebt. Und ich glaube, das Foto habe ich dann eine Sekunde später aufgenommen, wo man dann den Sonnenaufgang sieht. Also Zeitrafferaufnahmen kann man mit der Kamera auch wunderbar machen. Das ist also auch eine ziemlich gute Funktion.
Und jetzt hier noch ein Video im Aquarium selber aufgenommen mit der dreifachen Zoom-Linse, um euch mal zu zeigen, man kann dank der wunderbaren Stabilisierung, optischen Bildstabilisierung, wunderbare stabile Videos auch aus der Hand heraus filmen. Und vom Detailgrad ist das jetzt auch bei 1080p wunderbar zu sehen. Ein Problem, kleinen Fisch, den einzufangen. Ihr seht, der muss tippen, als er mal ruhig des Zooms, den man hier auch sehen kann. Man kann live, also auch rauszoomen. Jetzt bin ich wieder bei der weitwinkligeren Kamera, glaube ich, gewesen. Das sehen wir jetzt auch im nächsten Video, wie man auch während man eine Aufnahme macht einfach zwischen den verschiedenen Kameramodulen wechseln kann. Jetzt hier im dreifachen Zoom beispielsweise aus dem Standard heraus in den dreifachen gewechselt. Und dann sieht man hier auch diese Meerjungfrau, wie sie sich bewegt innerhalb dieses Aquariums. Und wir haben da also auch in dem Aquarium einige Shows abgezogen in diesem großen Becken. Und da gibt es gleich noch ein Video dazu, wo man dann nochmal sehen kann, wie das Ganze aussieht. Standard, dann dreifacher Zoom, wenn nicht sogar fünffacher Zoom, der digital, jetzt fünffacher Zoom, der digital ist, wie man sehen kann. Und immer noch scharf zu erkennen. Man sieht, wie dick diese Gläser da sind. Jetzt Weitwinkel sogar ebenfalls möglich, wieder Standard. Und ich glaube, ich wechsle nochmal in den Zoom, genau, der dreifache Zoom. Ihr seht das also auch während der Videoaufnahme möglich, und das ist sicherlich auch für den einen oder anderen, der solche Fotos machen möchte, solche Videoaufnahmen machen möchte, eine sehr interessante Geschichte, dass das halt eben in Videoform auch funktioniert beim Huawei P30. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Leute bestens von der Kameraqualität überzeugen können oder zumindest demonstrieren können, wie gut die Kamera ist. Und ich glaube, gerade bei so einem Urlaub, wenn man dann so Fotos macht und Bilder macht und dann, ich habe jetzt hier nur einen Teilausschnitt genommen, gibt viel, viel, viel mehr Bilder, die ich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin von über 95% der Bilder ziemlich überzeugt und ziemlich überrascht, dass ich so gute Fotos machen konnte und habe richtig Spaß dabei gehabt. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Systemkamera, meine Fujifilm X-T20, die ich sehr liebe, auch wegen der analogen Kontrollen und so weiter und so fort, kaum ausgepackt und benutzt. Zum einen, weil es halt einfach, ihr wisst, im Urlaub möchte man das nicht immer rumschleppen. Das ist das eine, weil man andere Sachen rumschleppt mit dem Rucksack oder so. Und das andere ist halt das Auspacken, Anmachen und dann fotografieren ist halt so ein bisschen klobig und ein bisschen was ungelenk. Und hier holt man sein Handy aus der Hosentasche, macht einen Schnappschuss und es sieht gut aus. Und das schafft das Huawei P30 auf jeden Fall, ist damit die perfekte Urlaubsknipse für mich. Also so eine kleine Reise-Zoom-Kamera würde ich mir jetzt nicht mehr zulegen wollen, wenn ich das P30 habe, weil es im Grunde genommen, sagen wir mal, zu 88% das abdeckt, was ich mit einer kleinen Reise-Zoom-Kamera sowieso mache. Diese kleine Kompaktheit immer dabei haben in der Hosentasche und dann einfach rausziehen und ein Foto machen, Problem gelöst. Das ist halt das, was diese Kamera im Huawei P30 richtig gut macht und somit eben diese kleine Reise-Zoom-Kamera auf jeden Fall ablösen kann. Auch wenn es beispielsweise in Sachen Zoom nicht ganz mithalten kann mit natürlich einem richtig optisch guten Zoom bei einer guten Reise-Zoom-Kamera, ist es hier durchaus im brauchbaren Bereich. Auch dieser dreifache Zoom, der fünffache Hybrid-Zoom ist das, was ich im Idealfall nur brauche. Und sehr gut ist auch dieser Weitwinkel, den ich ja eventuell bei einer Reise-Zoom-Kamera so gar nicht habe, die das Huawei P30 auf jeden Fall auszeichnen werden. Das war es jetzt auch schon für dieses längliche Kamera-Review Teil 2 vom Huawei P30. Es wird noch ein Teil 3 geben, da werde ich ein bisschen was mehr auf die Software eingehen. Ich habe ja euch schon mal gezeigt, dass ich hier auch in den Pro-Modus wechseln kann. Wo war es? In der Nacht, bei der Nachtaufnahme. Den Pro-Modus wechseln kann, weil ich versucht habe, da diese, hier war es, glaube ich, versucht habe, so ein bisschen das hier unscharf zu machen und dann so vielleicht so Trailing Lights zu machen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, in der Kamerasoftware selber gibt es sogar eine eigene Methode für Trailing Lights, die das noch besser macht, mit Hilfe von AI und weiteren Algorithmen, die drin sind. Aber man kann natürlich auch den Pro-Modus der Kamera benutzen, um seine Verschlusszeit, seinen ISO-Wert und so weiter alles einzustellen. Und ja, mehr zur Kamerasoftware wird es dann im dritten Teil geben. Ich weiß, wer noch detaillierter über die Kamerasoftware was erfahren möchte, kann auch in meinen Honor 10 Review reinschauen. Dort ist im Grunde genommen die gleiche Kamerasoftware zu finden. Hier beim Huawei P30 gibt es
an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Extras, die drin sind. Ich werde also ganz grob nochmal die Kamerasoftware beschreiben vom P30. Das gibt es dann alles im Teil 3 zu sehen. Der wird dann auch ein bisschen was kürzer sein als mein Teil 2. Aber das war es jetzt erstmal für Teil 2 dieses Kamerareviews des Huawei P30 und bis zur nächsten Folge.